Wir begrüßen Sie zum Länderspiel, Frank Buschmann und Mani Breukmann. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, das ist völlig offen hier. Das ist kein weicher Schiedsrichter, das ist kein Schiedsrichter, mit dem du diskutieren kannst. Er pfeift manchmal auch jede Kleinigkeit. Und genau das ist das Problem, was auch oft von Trainern bemängelt wird, dass er überhaupt keinen Spielfluss zulässt und dass damit der Fußball hin und wieder zumindest auf der Strecke bleibt. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Papadopoulos. Papastathopoulos. Schöner Pass. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Und Achtung, Freistoß. Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Trifft der Junge doch alles. Also ich bin auch überrascht, mir fehlen da fast die Worte. Das habe ich lange gesagt. Papastathopoulos. Papadopoulos. Rangehen, da muss man, er hat den Ball sofort verarbeitet. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Jetzt ist das Spiel unterbrochen, der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht. Papadopoulos. Lewandowski. Stark gemacht. So sieht ein Pass aus. Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Da lag der Ausgleich in der Luft, aber kläglich vergeben. Schade, 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 kann man da nur sagen. Riesengelegenheit. Lewandowski. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Lewandowski.
Papadopoulos. Ein herrenloser Ball. Klare Sache. Freistoß. Da muss er doch vom Platz gehen. Warum gibt der Schiedsrichter da nur Freistoß? Also das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar. Da muss er irgendwas im Kopf haben, der Schiedsrichter. Normal ist das Gelb-Rot. Lewandowski. Normalerweise macht er den Rächer der Enterben. Aber jetzt lässt er weiterlaufen. Ja, aber wunderbar. Und das ist ja auch ein Vorteil für die Mannschaft, den Ballbesitz. Gut entschieden. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Ein herrlicher Pass. Schön verteidigt. Und das macht er richtig gut. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Polanski. Łażikowski bewegt den Ball. Wenn sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden sie auch den... Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Und schon wieder ein Eckball. Wunderbar herausgespielt. Der Pass war gut. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Gefährliche Flanke. Eine schlechte Flanke. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Papadopoulos. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben. Im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Piszczek. Polanski. Die Fans, sie sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt suchen sie die Lücke. Einwurf. Papadopoulos. Seine Stärke.
hat er eine weiße Weste. Klasse Keeperleistung. Lewandowski. Polanski. Der Schiedsrichter signalisiert, weiter geht's. Ein wunderschönes Zuspiel. Der könnte passen. Der Ball ist im Aus, Eckball. Sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Gut gemacht und jetzt weg damit. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus, es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Und jetzt kommt der Freistoß. Lasse abgeblockt. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Fische. Das sieht gut aus. Sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Und jetzt hat er die Chance. Elfmeter. Keine Diskussion. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Ja, und da musst du die Ecke ahnen, dann geht's. Wo ist die Schwachstelle in der gegnerischen Abwehr? Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Papadopoulos. So kann es weitergehen. Der Verteidiger blockiert den Ball. Und warum haben die bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Lewandowski. Łażikowski bewegt den Ball. Lewandowski. Er attackiert ihn, er will den Ball. Papadopoulos.
sicher in der Ballbehandlung. Wojcikowski bewegt den Ball. Lewandowski. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. 90 Minuten Fußball sind abgepfiffen worden. Es steht unentschieden.